Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Warm, liebe Zuschauer, wir sind bei den Alphornbläser hier in Machtelfing. Bitte schön, ich gehe mal von hinten weg. Darf ich mal das Anblasen unterbrechen? Spielt so weiter. Hier gibt es ja wirklich auch Musikstücke dafür. Gell? So wie ich das gerade erfahre, gibt es hier Noten für Alphornstücke. Das ist ein Wahnsinn. Super, jetzt sind wir warm, oder? Ja. Sind wir jetzt warm? Es gibt richtig Notenstücke für Alphornbläser. Wer komponiert da? Wer macht das? Macht ihr das auch, Schorsch? Ja, aber es ist von uns auch schon ein Stückerl dabei, das wir da so, ja, so mal versucht haben. Ja. Okay. Und ansonsten gibt es ja jede Menge Lektüre auch, speziell auch von den Schweizer. Da gibt es so einen H.J. Sommer, der die sehr viele Sachen komponiert und auch einige von uns. Und da schaut man halt, was man so erwischt und was einem gefällt. Und das spielen wir halt dann. Aber das ist also ganz ehrlich, wie kommt man jetzt zum Alphornblasen? Hat das Blech nicht mehr gereicht, Arthur? Da ist der zuständig. Ja, du sagst alle Nummer oder was? Das war wie immer so eine Idee. Wir spielen ja schon ewig lang in der Blasmusik. Wir zwar zum Beispiel 45 Jahre schon. Werner, 45 Jahre schon? Ja. So alt seid ihr doch noch. Der Erwin ist so vor 30 Jahren dazugekommen. Der Arthur ist auch schon 20 Jahre. Mit dem spielen wir ja in der Blasmusik schon zusammen. Ja. Und da ist es natürlich ein kurzer Weg zum Alphorn. Das ist gleich das Nächste. Ja. Ist sofort das Nächste. Und es ist ja doch einmal ein bisschen was anderes, weil Blasmusik findet ja bei uns um jede Hausecken rum. Ich habe das jetzt eben auch gedacht. Die Machtelfing hätte jetzt nicht unbedingt Alphorn vermutet. Ja, also ich meine, okay, es ist zwar, also man sieht die Berge, ja, ist auch eine schöne Kulisse, aber dass sich dann trotzdem alle zusammentun und auch dann im Umkreis für Bayern und das Alphornblasland viel tun. Ihr organisiert es ja dafür drumherum, oder? Ja, selbstverständlich. Also wir sind überall, wo wir braucht werden, sind wir erstmal da, spielen wir gern. Es ist halt ein Instrument fürs Freie, das ist halt toll, kannst du irgendwo hinstellen. Bloß drunter hört man ewig weit und natürlich, ja. Ist was Spaß. Erhabenes, gell? Irgendwie klingt das. Jetzt gibt es aber verschiedene Alphörner. Also ihr seid zweiteilig oder drei? Wir zwei? Dreiteilig. Dreiteilig. Ja, ja. Es gibt aber auch ganze Stücke, ganze oder? Ganze und zweiteilige auch. Auch noch mit dazu. Ja. Also dementsprechend habt ihr euch für die leichtere Variante entschieden, das ist oder? Sehr komfortabel. Wir sind ja schon mal nach Frankreich geflogen, muss ich geschwind erzählen. Ja. Da haben wir zweiteilige dabei gehabt und die haben wir nicht in den Flieger reingebracht. Weil die Transportkisten so riesengroß waren. Jetzt hat der Flieger Verspätung gemacht und so weiter. Und das hat natürlich eins zum anderen gekommen. Also ewig spät am Bestimmungsort angekommen. Also das war schlimm. Jetzt haben wir gesagt, nein, jetzt kaufen wir uns ein bisschen kürzere. Ist komfortabler. Ist ein bisschen einfacher auch zum Tragen. Ja, man wird ja auch nicht jünger, sondern man macht es sich auch ein bisschen leichter. Was macht am meisten Spaß? Am meisten Freude? Wo, wie, wo Freude? Beim Alphornblasen. Das ist ja eine ganz einfache das Frage. Hinterher. Das Trinken hinterher, das glaube ich, muss schon ein wenig gespült werden, oder? Ja, sicher. Das ist Holz, trocknet aus. In diesem Sinne, blast es an, macht es euch weiter warm.
Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, liebe Zuschauer, wir sind im alten Schulhaus bei den Alphornbläser. Einer schöner wie der andere. Es ist nach der Generation ein bisschen aufteilt, wobei man es nicht ganz genau weiß. So jetzt die älteren Herrschaften, was lang geht? Oder hat überhaupt einer einen Song bei vier Alphörnern? Also das musikalische Sagen, das hat eindeutig der Arthur. Als Musiklehrer versteht er einfach das meiste davon. Arthur. Und sonst die Geschäftel ausmachen. Jeder wird mal angesprochen. Ja. Und dann ruft man sie zusammen. Ja. Wer hat wann Zeit? Und dann wird es auch nochmal. Der Arthur ist auch derjenige, der am höchsten aufkommt. Kann das sein? Ich bin nämlich gerade davor gestanden und habe gedacht, das kann doch nur der Arthur sein. Das ist doch das zweite von vorne, also von rechts. Ist das jetzt ein, also Blasinstrumente an sich, okay, aber dann bläst man in ein Alphorn hinein, das weitaus länger ist. Ich schätze 4 Meter, wie lang? 3,70. Da ist doch das mit der Mundspannung und der Luftzufuhr ins Rohr eine andere wie bei einer Trompeten oder bei einer Posaune, oder? Aber Posaune ist fast ebenso lang. Ah. Wenn man es ausrollen würde, wäre es fast genauso lang. Also F-Horn ist genauso lang wie jetzt das Alphorn. Das heißt, wenn also jetzt jemand, der also ein Blasinstrument gelernt hat von der Pike auf und zum ersten Mal so ein Mundstück von einem Alphorn rankriegt, kann der das sofort oder was möchtest du jetzt dazu lernen? Doch, das ist relativ einfach. Die Höhe vom Ton macht die Größe vom Mundstück aus. Die Instrumente sind alle identisch. Ja. Die erste, zweite Stimme, Trompetenmundstück, die dritte Stimme, ein Tenor, ein Bariton und die vierte Stimme, der hat einen ganz großen Kessel. Verstehe. Die Tuba und der macht die tiefen Töne. Und wenn einer das gewohnt ist, bringt er relativ leicht was drauf. Die Frau an sich und das Alphorn ist eher selten, oder? Oder habt ihr schon mal auch eine gemischte Variation von Frauen? Es gibt auch reine Frauengruppen. Wirklich? Ja. In Garmisch ist eine reine Frauengruppe. Ja gut, wenn es natürlich jetzt so dreiteilig ist, kann man das auch als Frau schleppen. Das ist natürlich klar. Das ist wichtig für das Problem. Aber wie ist das jetzt in der Abstimmung? Ihr schaut, also ich beobachte das jetzt und ihr schaut es jetzt immer so. Der Seitenblick? Ja, ja. Ist der vorhanden? Seinen Nachbarn schauen, das ist wichtig. Man kann aber nur mit den Augen wackeln. Also man kann bloß seitlich ein bisschen rüberschielen. Mhm. Kopf kann man nicht. Ja, ich meine, eben, das meine ich ja. Also geht es bloß so. Man kommt bloß in den Augenwinkel. Aber gut, auf der einen Seite ist man ja eh schon eingespült. Also ich meine, ja, in der Jahrzehnteform seid ihr ja schon beieinander. Ja. Aha. Und wenn er mal falsch spielt, der Auto, haust du dann das Mundstück rüber? Oder? Nein, um Gottes Willen, das kann doch an jedem Mal passieren. Und wenn der Ton weg ist, ist er weg, den fängt keiner mehr ein. Gell? Mhm. Der ist fort. Wie ist es bei den Zuhörern und Menschen, die dem beiwohnen, dieser Musik? Ich habe ja immer so, ich mag es wahnsinnig gern, weil man wird so ruhig. Wie ist es, wenn ihr wo auftretet, Menschen hören zu? Mit was für Reaktionen kommen die auf euch danach? Eher schon sehr ruhig, mhm, sehr besinnlich. Ja. Also Weihnachten passt ganz gut. Bei Fremden sehr viel mit den Handys dann, das aufgenommen wird. Könnte schaut man mit den Augen, gell? Ja, die Handys sind ganz wichtig. Oder Tablets oder alles, was so. Macht Aufnahmen heute macht. Mal anders wieder, gell? In diesem Sinne werden wir lauschen mit den Ohren und schauen mit den Augen. Song erst einmal Dankeschön und bitteschön ins Mundstück hinein. Ich bewege mich wieder nach außen. Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wechseln auch Sie.